Das ist schon der vierte Teil vom Sägewerksprojekt. Das ist die Reihe, in der ich dir zeige, wie ich mir ein mobiles Blockbandsägewerk selber baue, mit dem ich dann ganze Baumstämme in Bretter schneiden kann. Ich will dich nicht zu viel spoilern, aber da hinten sind so ein paar Bauteile. Die sind nicht mehr blank, die sind schon grün gestrichen und wir haben es auch schon ausprobiert. Aber bevor ich euch das zeige, wie gesagt, ich will euch nicht zu viel spoilern, werden wir uns erst so ein bisschen um ein paar weitere Bauteile kümmern. Da siehst du auch den ersten Testschnitt, wie das funktioniert hat. Und wenn du sehen möchtest, wie das Teil am Schluss aussieht, jetzt, nachdem ich mit der ganzen Arbeit fertig bin, musst du unbedingt am Video dranbleiben, denn das werde ich dann ein bisschen später im Video zeigen. Irgendwie sieht es immer so aus, als wenn ich meine Werkstatt nicht aufräume, aber der Ecken hier ist wirklich blitzeblank aufgeräumt. Ich habe sogar die Ecken staubsaugt. Jetzt fragen sich vielleicht ein paar Leute, mit welchem Staubsauger? Der Philipp hat doch noch nie einen Staubsauger besessen. Okay, wenn du neu dabei bist, macht das jetzt keinen Sinn für dich, für die Leute, die länger dabei sind. Ja, ich habe mir einen Staubsauger gekauft und das ist auch das nächste Projekt, an dem ich gerade arbeite. Ich würde fast behaupten, das ist die absolute Lösung für Leute wie mich oder auch vielleicht für dich, die nach einer Staubsaugerlösung suchen. Natürlich soll das günstig, einfach und mit Einschaltautomatik sein, ohne dass man Elektriker ist und wie gesagt günstig. Aber das ist das nächste Projekt, wenn du das nicht verpassen willst, abonniere gerne den Kanal, dann wird dir das Video auch sehr wahrscheinlich vorgeschlagen. Aber jetzt geht's endlich los. Jetzt mal im Ernst, man kann den Boden sehen, ohne dass man irgendwas rumschiebt. Ist das nicht cool? In dem letzten Teil haben wir quasi schon fast alles fertig bekommen, also das, was nötig ist, damit man mal einen ersten Testversuch starten kann. Was noch gefehlt hat, war eine Riemenscheibe und grundsätzlich der Antrieb auf das Antriebsrad, damit sich das Sägeband auch drehen kann. Ihr seht, dass ich hier eine zweirillige Riemenscheibe benutze und die ist auch auf jeden Fall empfehlenswert. Später bei dem Test, den ihr sehen werdet, seht ihr, dass ich nur einen Riemen benutze, aber auch nur aus dem Grund, weil ich nur einen hatte. Später, als das Ding einigermaßen fertig war, habe ich mir dann auch einen zweiten zugelegt, der dann passend das Drehmoment übertragen soll. Die Drehzahl bzw. die Bandgeschwindigkeit werde ich nicht so genau ansprechen, jetzt hier in dem Video, weil ich keinen Elektromotor benutze. Wenn ihr einen Elektromotor benutzt, ist es relativ einfach, ihr könnt euch die passende Bandgeschwindigkeit im Netz raussuchen, aber beim Benzinmotor verhält sich das ein bisschen anders. Lange Rede, kurzer Sinn, lange Rede, gar keinen Sinn, passt eher besser. Ich werde es in dem Video nicht so genau erklären, weil es zu lange sonst wäre. Jetzt kommt so der wichtigste Schritt, würde ich fast behaupten, und zwar ist das die Bandführung. Grundsätzlich. Das Band rutscht nicht vom Reifen, ich erkläre es nur kurz, weil ich ganz, ganz oft gefragt wurde, weil die Räder fluchten und man die genau ausgerichtet hat bzw. eingestellt hat, wenn das Band drauf läuft. Da ist nichts, was das Band irgendwie von beiden Seiten drückt, dass es nicht nach vorne oder nach hinten runterläuft. Das macht man drauf und das läuft einfach drauf, weil man es genau eingestellt hat und weil sich da nichts verbiegt. Die Bandführung ist nur dafür da, wenn Druck aufs Band kommt, dass das Band genau dort, wo es eh schon läuft, auch bleibt. Damit da mal so ein bisschen Gewiss oder Klarheit reinkommt. Dann habe ich noch ganz oft den Vorschlag bekommen, ja Philipp, lass das Band doch in der Felge laufen, da hast du ja vorne und hinten einen Anschlag. So funktionieren Bandsägen leider nicht. Bandsägen brauchen dieses konvexe Rad, schaut mal bei eurer Bandsäge, das ist immer ganz leicht rund. Einfach nur aus dem Grund, das Band muss immer an diesem Hochpunkt laufen, weil wenn das Ganze platt gedrückt wird, dann kann das Band wandern, beziehungsweise es wandert das dann auch. Das hatte ich auch bei dem Sägewerk einmal gemerkt, als ich zu viel Spannung draufgebracht habe. Im Hintergrund seht ihr ja ein paar Arbeitsschritte. Da seht ihr einfach, was ich getan habe, um die Blattführung zu bauen. Thema Blattführung werde ich euch auch kurz erklären, wie die funktioniert, weil die Blattführung an so einem Sägewerk funktioniert ganz anders als die Blattführung wahrscheinlich an eurer Bandsäge. Ich habe da was. Ich bin echt süchtig nach Kleinanzeigen. Schaut mal, was ich hier vor 3 Jahren gekauft habe. Man kann es ja mal irgendwann brauchen. Bei so einer normalen Blattführung, so wie sie auch grundsätzlich bei den meisten Bandsägen verarbeitet oder verbaut ist, funktioniert das Ganze folgendermaßen. Wir haben hier einmal die seitliche Führung, damit das Band halt eben nicht in diese Richtung hier weggedrückt werden kann. Und dann haben wir noch das hintere Andrücklager. Das verhindert halt eben einfach, dass das Band nach hinten rutscht und dann halt eben von den Rollen runtergedrückt wird. Bei so einem Sägewerk funktioniert das ein bisschen anders. Wir haben zwar auch das Andrücklager, das ist gleich, aber wir haben nur auf einer Seite hier so ein Lager. Das bedeutet, das Ganze wird quasi so rumgestellt und dann haben wir nur noch das Lager auf der oberen Seite. Das verhindert, dass das Band rumgebogen wird. Der entscheidende Punkt ist halt jetzt eben, dass ihr diese Blattführung auf das Band drückt. Das bedeutet, das Band hat immer von oben Spannung und wird halt eben aus dem Grund gut geführt, damit es nicht nach unten oder nach oben wandern kann. Natürlich ist die Einstellung wieder eine andere Sache, aber deswegen braucht man bei so einem Sägewerk hier unten das Lager quasi nicht, sondern nur das obere Andrücklager, was aufs Band drückt, damit es nicht nach unten oder nach oben wandert. Hat man das verstanden? Schreibt es mal gerne in die Kommentare.
Den Spannmechanismus habe ich übrigens auch neu gemacht. Da habe ich zum ersten Mal mit Trapezgewinde gearbeitet. Das ist schweineteuer, wo ich sie gekauft habe. Aber so habe ich jetzt eine gute Möglichkeit, das Band zu spannen. Im Folgenden seht ihr jetzt hier ganz, ganz viele Muttern, die ich auf Vierkantrohre schweiße. Warum tue ich das? Ist eigentlich ziemlich simpel. Man braucht bei so einer Blattführung ganz viele Einstellmöglichkeiten. Wir haben einmal hier das feststehende Lager, das ist quasi hier unten das Lager. Und wir haben einmal das bewegliche Lager. Das heißt, wir haben hier einmal schon eine Richtung, in der wir das Ganze bewegen müssen. Dann müssen wir aber, weil wir ja auf das Band draufdrücken, das obere Lager in dieser Richtung noch bewegen können, damit wir den Druck aufs Band erzeugen können. Dann müssen wir das Ganze in der Breite verstellen können, damit der Anschlag, die Führung immer so nah am Holz wie möglich ist. Und dann müssen wir das Ganze noch neigen können, damit das Band nicht nach unten oder nach oben schneidet. Das bedeutet, wir haben ganz viele Schrauben, ganz viele Drehpunkte, die wir hier gebaut oder die ich hier gebaut habe, damit es funktioniert. Ich denke, das war die sinnvollste Erklärung. Stellt euch einfach vor, das hier ist die bewegliche Blattführung. Die müssen wir einmal in die Richtung einstellen können. Dann müssen wir in die Richtung das Ganze einstellen können, um es zu spannen. Und wir müssen es einmal in die Richtung einstellen können, um die Richtung nach oben, nach unten und im Idealfall genau die Mitte, also waagerecht, genau einstellen zu können. Die fertige Blattführung hat dann etwa so ausgesehen. Ich weiß, sieht ziemlich brachial aus, aber hat tatsächlich echt ganz gut funktioniert. Nach diesen ganzen Videos haben wir jetzt also eine Führung, worauf das Sägewerk läuft. Wir haben zwei Räder, auf denen das Sägeband läuft, eine Antriebsmöglichkeit, eine Keilriemenscheibe, auf der auch ein Keilriemen laufen tut, ein Bandspanner und die Blattführung. Das sind so die sechs wichtigsten Punkte, damit man so ein Sägewerk benutzen kann. Und aus dem Grund gibt es jetzt den ersten Test. Viel Spaß! Ich weiß, da ist kein Schlitz drauf, aber das hat mich nicht davon abgehalten, das Sägewerk einmal zu testen, um zu sehen, ob es irgendwo noch krasse Schwachstellen gibt. Wenn man dahinter stehen bleibt, ist man eigentlich außerhalb des Gefahrenbereichs. Die Schnitte waren wirklich erstaunlich gerade. Das ist auch keine Lüge, das kann ich euch zeigen. Denn so hat eins von den ersten Brettern ausgesehen, die ich hier in dem Videoabschnitt geschnitten habe. Der erste Stamm, den ich aufgetrennt habe mit meinem Sägewerk. Da war ich ganz schön stolz drauf, dass das doch so gut funktioniert hat. Ist das nicht cool? Nach diesem ersten Testlauf habe ich also gesehen, was das größte Problem jetzt an dem Zeitpunkt erstmal war. Und zwar war das die Riemenspannung. Und genau deswegen habe ich mal fix einen einstellbaren Riemenspanner gebaut, mit dem ich den Keilriemen immer passend spannen kann. Damit ihr euch nicht wundert, ich habe hier Eispray benutzt, damit die Welle ein bisschen kleiner wird und ein bisschen besser in die Lager reingeht. Mit dem Riemenspanner hat es dann auch schon wirklich ein gutes Stück besser funktioniert. Ihr seht, dass das Sägewerk bei diesen ersten Testschnitten ziemlich stark schwingt oder kippelt. Das hat ein paar Gründe. Zuallererst war das Sägewerk nicht gut unterbaut. Das hat nur an 4, 5, 6 Stellen unterbaut auf Holzklötzern gelegen, weswegen das nicht sehr stabil war. Und es waren hinten noch nicht die Spreizen drin, die das Ganze ausgesteift haben. Auch ist so ein kleiner Fehlerpunkt der Vorschub. Es wird eine Kurbel noch dran gemacht, damit man das per Seilzug nach vorne bringen kann, nach vorne schieben kann. Dann zieht man das Sägewerk und drückt quasi nicht. Das bedeutet, man dreht eine Kurbel und das Sägewerk wird dann gleichmäßig durch den Stamm bewegt. Das macht es dann auch nochmal ein gutes Stück gleichmäßiger. Wir werden uns das Sägewerk jetzt anschauen und wenn du das nächste Sägewerksvideo nicht verpassen willst, würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Da ist die Wahrscheinlichkeit einfach ein bisschen größer, dass hier mein nächstes Video, vielleicht vom Sägewerk, dann auch auf YouTube direkt angezeigt wird und dann musst du nur noch draufklicken. Viel geschnabbelt, jetzt gucken wir uns das Ding nur an, was ich dort verzappt habe. Eins kann ich schon mal sagen, das Ding ist grün gen. Natürlich ist das Sägewerk noch nicht ganz, ganz fertig. Wahrscheinlich wird es auch nie ganz fertig sein, weil man immer irgendwo mal wieder eine Kleinigkeit ergänzt oder verbessert oder. Aber das Sägewerk ist halt eben jetzt so fertig, dass ich theoretisch noch 3, 4, 5, 6, 7 Stämme aufschneiden könnte und das Holz dann auch trocknen lassen könnte. Zuallererst mal zum Bettgestell. Ich habe es hier an die Seite gekippt, weil ich jetzt bald den Anhänger umbauen muss, damit das Sägewerk auch mobil wird. Deswegen steht es jetzt hier an der Seite. Auf jeden Fall habe ich hier eigentlich nicht viel groß verändert, außer dass ich die Führungsschienen mal gut mit dem Gestell drunter verschraubt habe. Außerdem ganz offensichtlich, ich habe es grün gestrichen. Warum? Einfach nur, dass es nicht rostet. Und ich finde bei solchen Landmaschinen oder irgendwie die Maschinen, die was mit Holz zu tun haben, finde ich grün einfach am passendsten. Aber der größte Punkt ist einfach, dass es nicht rostet. Ich habe hier die Stammanschlagspunkte, habe ich ein bisschen weiter nach innen gesetzt. Einfach nur aus dem Grund, weil die ganz äußeren nicht richtig dimensioniert waren. Die waren zu weit außen, da bin ich am Holz hängen geblieben.
Diese Stammfixierungen sind richtig, richtig gut. Ich würde es aber beim nächsten Mal ein bisschen anders machen. Und zwar würde ich die Kurbel weglassen und sie rein zum Reinschlagen machen, weil so habe ich sie beim Sägen auch tatsächlich benutzt. Und außerdem würde ich sie ein bisschen kürzer machen, weil so lang müssen sie nicht sein. Man spannt normalerweise nie in 40, 50 cm Höhe die Stämme. Es reicht immer ein bisschen weiter unten. Und jetzt zum Herzstück. Ist es nicht schön? Ich zeige euch mal ein paar Detailaufnahmen von den Dingen, die ich noch ergänzt habe. Ich finde, der Blattschutz fällt direkt auf. Das ist einfach eine Kiste aus Siebdruck. Da sind innen drin L-Profile, mit denen das Ganze sehr, sehr stabil zusammengehalten wird. Und da sind noch einige Schlossschrauben, die das Ding auch wirklich gut zusammenhalten. Stellt euch einfach vor, jemand steht am Ende von der Säge und das Band reißt. Da ist ein Schutz schon ganz, ganz wichtig. Den kann man einfach hochklappen. Bis jetzt ist noch kein Haltegriff da. Aber hier hat man dann jetzt die direkte Sicht auf das Sägeband. Was ganz wichtig ist, ist ein guter Spanauslass. Hier seht ihr schon, dass da einiges zustande kommt. Das ist jetzt so klumpig, weil ich eine Wasserkühlung drauf habe. Die ist auch ganz wichtig. Und hier muss auf jeden Fall noch eine Art Lederlumpen drauf, dass die Sägespäne nach unten gerichtet werden. Weil die ganzen Späne hat mein Vater beim Schneiden abbekommen. Hier seht ihr die Riemenscheibe. Wie gesagt, zwei Keilriemen sind wirklich empfehlenswert wegen der Kraftübertragung. Hier der Riemenspanner, der ist ein bisschen schräg. Damit das Ganze gerade läuft, mussten wir ein bisschen anpassen. Aber jetzt läuft der Keilriemen wirklich sehr, sehr gut und sehr gerade. Ihr seht hier auch schon so ein bisschen die Befestigung. Wir haben hier zwei normale Stehlager, das ist eine 35er Welle. Wir haben hier diese Buchsen, die verhindern, dass die Welle wandert. Da haben wir ganz viele auf der Welle. Und dann haben wir hier auf der Welle noch eine Fräsung gehabt und dann halt eben eine Passfeder, die verhindert, dass der Antrieb durchrutscht. Hier haben wir den beweglichen Teil. Da haben wir einfach einmal hier ein Spannelement. Mit diesem Trapezgewinde drücken wir quasi den kompletten Haltebock von dem Rad nach hinten. Hier haben wir dann einen Drehpunkt und hier haben wir einen Punkt, mit dem wir das Ganze wieder hochziehen können, damit wir das Tracking einstellen können. Das stellen wir hier mit ein. Da bewegt sich hier die komplette Schiene und das komplette Rad kippt sich über diesen Drehpunkt. Hier könnt ihr einen Wasserkanister reinhängen. Da ist hier auch schon der Schlauch. Ich habe einen 20 Liter Kanister. Ihr braucht nicht so einen großen, ihr verbraucht da nicht so viel Wasser. Hier seht ihr jetzt die Blattführung. Das Band steht jetzt über der Blattführung, ganz, ganz wichtig. Da ist uns einfach das Band beim letzten Schnitt ein bisschen nach vorne gerutscht, weil wir was ausprobiert haben. Aber da haben wir einmal hier den Anschluss für den Wasserschlauch. Das tropft dann direkt auf das Band. Warum brauchen wir Wasser? Einmal, damit die Lager gekühlt werden und dass halt eben das Band gekühlt wird. Und das funktioniert mit ganz normalem Wasser sehr, sehr gut. Dann haben wir hier einmal die Möglichkeit, das in der Breite zu verstellen. Dann haben wir die Möglichkeit, das hier quasi zu kippen. Wir haben hier den Drehpunkt und wir können es noch rein- oder rausfahren. Das ist an beiden Seiten. Hier könnt ihr das auch so ein bisschen sehen, das Band läuft unter der Blattführung, da wird das einfach sehr, sehr stark nach unten gedrückt, dass wir halt eben die einseitige Blattführung so realisieren können. Letzte Woche haben wir das Sägewerk ausprobiert. Da war ich total aufgeregt, weil 3 Monate Bauzeit, funktioniert das, was man da überhaupt gebaut hat. Ich habe noch nie so lange an einem Projekt gearbeitet, um erstmal zu sehen, ob das funktioniert, was ich da baue. Und da war ich total happy, dass es schon relativ gut funktioniert hat. Dennoch habe ich ein paar Punkte festgestellt, die noch nicht optimal sind und die ich noch ein bisschen verbessern muss. Aber zuallererst mal von der Reihenfolge. Ich muss die Werkstatt hier langsam noch mal ein bisschen frei bekommen. Deswegen werde ich jetzt danach, nach diesem Video hier, als allererstes den Anhänger umbauen, dass das Sägewerk auf den Anhänger gespannt werden kann, dass ich das Ding zur Not auch mal rausbewegen kann und wieder mehr Platz in der Werkstatt habe. Zuallererst mal die Bandgeschwindigkeit. Wir mussten den Motor immer auf Volllast laufen lassen, damit wir eine gute Drehzahl, eine gute Bandgeschwindigkeit haben, damit die Späne gut rausgeräumt werden. Das Band ist nämlich verlaufen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Bei kleineren Durchmessern natürlich ein bisschen weniger, bei größeren ein bisschen mehr. Das ist ein Riesenthema, wenn man das erklären möchte. Das hat so ein bisschen was mit Bandspannung zu tun, mit der Blattführung, mit der Bandgeschwindigkeit, wie schnell die Späne rausgeräumt werden, mit der Schränkung der Zähne. Ich werde es kurz machen. Die Bandgeschwindigkeit war so niedrig, dass jeder Zahn sehr, sehr viel arbeiten musste. Und wenn das Holz dann stark verwachsen ist und größere Äste drin sind, dann muss jeder einzelne Zahn viel mehr arbeiten, als wenn sich das viel schneller bewegt und hat dann halt eben dann eher den Drang zu verlaufen. Das ist die Kurzfassung. Das heißt, eine andere Riemenscheibe brauche ich. Ist auch schon da. Dann sind die Räder mit dieser Drehzahl, mit dieser Bandgeschwindigkeit, muss ich ausprobieren, doch nicht so ideal. Wie gesagt, wenn ihr ein kleineres Sägewerk baut, dann funktioniert das schon ganz gut. Nur wenn ihr
60, 70 cm schneidet, dann braucht ihr eine doch größere Bandspannung, wie ich gemerkt habe. Wir haben jetzt 4 Bar drauf gemacht, das ist das Maximum bei diesen Reifen. Und ich bräuchte quasi noch 2 Umdrehungen mehr, dass ich mehr Spannung aus Band drauf bekomme, damit das Band bei so einem breiten Schnitt halt eben nicht verlauft. Es ist halt so, wenn ich dann jetzt mehr Spannung aus Band drauf bringe, dann wurden die Reifen platt gedrückt. Ich habe es ja am Anfang vom Video angesprochen, dann ist der Reifen nicht mehr so, sondern so und dann verläuft euch das Band und dann war es in dem Fall so, dass das Band immer nach vorne ein Stück gerutscht ist. Es ist übrigens gar nicht runtergesprungen, es ist nur ein Stück nach vorne gerutscht, dass es dann über die Bandspannung, über die Blattführung geploppt ist und deswegen seht ihr auch das Band hier über der Blattführung. Thema Anhänger. Ich werde einen Anhänger umbauen. Es ist nicht großartig. Die Seitenwände müssen ein Stückchen nach unten gesetzt werden. Aber wenn du mal einen Anhänger umgebaut hast und da schon Erfahrungen zum Beispiel mit dem TÜV gemacht hast, was der ganz stark bemängelt hat oder was dem ganz wichtig war, vielleicht so die Top 3 wichtigsten Punkte, kannst du mir ganz gerne in die Kommentare schreiben. Da bin ich vielleicht so ein bisschen gewappnet für meinen eigenen Umbau und weiß, worauf ich ein bisschen mehr achten sollte, damit das Ding auch einigermaßen schnell über den TÜV kommt und ich dann das Sägewerk draufspannen kann. Thema Geld. Du möchtest wissen, wie viel oder wie wenig ich mit YouTube verdiene, dann schau dir das obere Video an, da zeige ich dir außerdem meine Werkstatt. Und wenn du dir ein günstiges, aber richtig cooles Möbelstück bauen möchtest aus Massivholz und willst dafür noch einen kostenlosen Bauplan, dann schau dir das untere Video an, da bekommst du von mir einen kostenlosen Bauplan und eine Aufschlüsselung, was das alles gekostet hat. Tschüss und bis zum nächsten Video.